Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Alicia Online. Ich habe eine neue Folge in meinem Anfängerguide. Ja, wobei die Folge eigentlich gar nicht wirklich so für Anfänger ist, sondern eher für Leute, die schon ein bisschen Alicia Online spielen. Denn ich habe mich heute extrem gefreut. Oh, ich habe eine neue Nachricht. Malisha, ich schreibe dir, nachdem ich aufgenommen habe, zurück, okay? Ich habe sowohl mit Candy als auch mit Ostwind den Karneval gewonnen. Und jetzt haltet euch fest, ich bin... ich habe mich so gefreut, dass ich ein Video drüber machen musste. Wir gucken uns jetzt erstmal die Ergebnisse an. Erstmal Candy. Seht ihr das? Candy hat als Sechster den Karneval abgeschlossen. Also Candy ist auf Platz 6 und ich habe 250 Edelsteine bekommen. Sie ist in Gruppe 24 gewesen. So, und jetzt kommt Ostwind. Haltet euch fest. Tada, tada, tada. So, mein kleiner Ostwind war zu dem Zeitpunkt, als wir den Karneval gewonnen haben, noch gar nicht ausgelevelt und er hat trotzdem den dritten Platz im Karneval erreicht. Ich freue mich extrem. Wir haben 500 Edelsteine, das heißt 500 Gems erhalten und sind unserem weiteren Stallplatz ein ganz, ganz großes Stück näher gekommen. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie hat Ostwind in Gottes Namen Karneval gewonnen? Dazu gucken wir uns ganz kurz Ostwind an. So, mittlerweile ist Ostwind nämlich ausgelevelt. Ihr seht hier oben, Max-Level erreicht. Das heißt, jedes Pferd kann maximal 30 Level steigen. Jedes Level ist ein einziger Punkt, den ihr vergeben könnt. Ja. Ostwind war schon relativ hoch in seinen Stats, als er geboren wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Ostwind hatte auf Kontrolle. Rein theoretisch müsste er 90 auf Kontrolle gehabt haben, weil ich habe keinen einzigen Skillpunkt auf Tempo vergeben. Das heißt, Ostwind hat mit der letzten Stufe, mit dem Level 30, die 120 auf Kontrolle erreicht. Wichtig, um den Karneval zu gewinnen, ist dieser Wert hier oben, der Gesamtwert. Der ist extrem wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal in Karneval reingehen, dann sehen wir, dass die Nummer 1 hier, der Gold gewonnen hat, hat 208 Gesamtwert. 209 ist das höchste, was es gibt. Unsere Shani zum Beispiel... Die hat jetzt schon einige Class-Ups. Sie kommt aber morgen nochmal in die Zucht. Also für euch heute, für mich morgen, weil heute ist Freitagabend. Shani hat 179 Gesamtwert. Somit bekommt Shani 209. Genau. Das heißt, also Shani ist quasi eigentlich mein bestes Pferd, das ich eigentlich noch gar nicht angefangen habe zu leveln. Aber was ihr machen müsst, was müsst ihr machen, um das Pferd zu leveln? Ihr müsst Turniere gehen. Also ihr müsst einfach nur rennen gehen, dabei ist es vollkommen egal, ob ihr Magie einzeln, Tempo einzeln, Tempo Team, Magie einzeln oder Magie Team geht, es ist vollkommen egal. Ich persönlich gehe am liebsten Magie Team rennen, das macht mir am meisten Spaß. Und dann levelt das Pferd quasi automatisch, wenn ihr ja, rennen geht. Mein Ostwind und die Candy sind beide mittlerweile jetzt ausgelevelt. Ihr seht, die Candy hat 120 auf Kontrolle und hat 22 auf Tempo und hat einen Gesamtwert von 204. Das kommt immer ganz drauf an, wie hoch der Gesamtwert ist, wie das Pferd als Fohlen geboren wurde. Ja? Also je höher der Gesamtwert, also wie gesagt, bei Shani ist der maximale Gesamtwert rausgekommen von 179. 179 ist der höchste Wert, den dein Fohlen bekommen kann, wenn es geboren wird.
Die Candy zum Beispiel, glaube ich, hatte 93 auf Kontrolle und einen Gesamtwert von 174. Man kann immer 30 noch hochleveln. Man sieht hier Klasse 30. Und nach 30 geht es nicht mehr. Das heißt, wir bekommen immer noch 30 Skillpunkte dazu. Und bei ihr habe ich, wie gesagt, dann noch 2 auf Tempo gegeben, dass sie ein bisschen schneller ist. Und ja, um Karneval zu gewinnen, müsst ihr euer Pferd leveln. Und zwar ausleveln. Am besten ist es ausleveln. Der Ostwind hat jetzt den 3. Platz gemacht, obwohl er nicht ausgelevelt war. Der hat dann zu dem Zeitpunkt ja noch nicht seine 205 Skillpunkte, die er ja jetzt hat. Aber levelt euer Pferd aus und dann müsst ihr, wenn 8 Leute im Raum sind, also egal bei welchem Rennen, ob es jetzt Einzel ist oder Team ist, es müssen 8 Leute im Raum sein, dass ihr die Chance auf Karneval habt. Und wenn dann Karneval kommt, müsst ihr noch die Aufgabe erfüllen. Also es gibt verschiedene Aufgaben beim Karneval zu erfüllen. Das ist zum Beispiel, halte die Magie bis ins Ziel. Das heißt, ihr müsst im Magierennen den Booster oder was auch immer ihr habt, müsst ihr festhalten und dürft den nicht loslassen. Ja? Ihr dürft den quasi nicht einlösen. Oder ihr dürft zum Beispiel nicht von der Strecke fallen. Ihr müsst einen perfekten oder einen guten Start haben. Es darf keiner ein Time-Over haben. Bei Einzelrennen ist es jetzt nicht, aber bei Teamrennen haben wir es zum Beispiel ganz oft, dass dein Team gewinnen muss, dass du Karneval bekommst. Und ja, und wenn du dann gewinnst, jedes Pferd kann pro Tag einmal den Karneval gewinnen. Danach geht es nicht mehr. Es geht nur ein einziges Mal. Und dann kommt es darauf an, wie viele Skillpunkte dein Pferd hat. Also hier kommt es auf den Gesamtwert hier oben an. Das heißt, wenn dein Pferd einen hohen Gesamtwert hat, wie jetzt zum Beispiel Ostwind, wir gucken es nochmal ganz kurz an, dann gewinnt der. Wenn wir jetzt natürlich lauter Pferde haben, die besser sind wie er, die jetzt 207, 208, 209 haben, ja, dann sind wir auf jeden Fall auch nicht mit dabei, weil nur die ersten 8 bekommen mehr Edelsteine, alle anderen bekommen automatisch immer 100. Ja, ich hoffe, ich habe das gut erklärt und nicht super kompliziert. Ich habe mich auf jeden Fall mega, 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 mega gefreut und die Arbeit hat sich total gelohnt, den Ostwind und die Candy auf Level 30 zu bringen. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass weder Candy noch Ostwind ja so schnell gehen werden. Und ja, falls ihr noch Fragen zum Karneval habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich es weiß, werde ich auf jeden Fall versuchen, es zu beantworten. Und dann war es das auf jeden Fall von diesem Video. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert erklärt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich rüberbringen wollte. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich werde versuchen, alle eure Fragen zu beantworten, falls es noch welche geben sollte. Ihr seht, ich habe nur noch 1450 Edelsteine zu sammeln und dann kann ich mir einen neuen Steinplatz kaufen. Dann können wir wieder züchten. Ich freue mich so. Ja, die neue Mission ist Amber Cream. Ich möchte einen Amber Cream. Gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Für alle, die nicht wissen, was ein Amber Cream ist, im Spiel hier wird der Amber Cream als Cremello geführt. Was ich komisch finde. Ja, das ist er auf jeden Fall. Nur mit, ja, genau, so einer. So einer mit brauner Mähne. So einen hätte ich gerne. Einen wunderschönen Amber Cream. Ein wunderschönes Pferd. Ich hätte unglaublich gerne einen. Was ich mir auch schon überlegt habe, ist, wenn ich weitere Stallplätze freischalte, ob ich nicht auch mal auf Tempo züchten soll und mal ausprobieren sollte, ja, wie ich mit einem Tempopferd klarkomme. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, jetzt war es aber wirklich von diesem Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns natürlich total über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!